Begeistert von der großen Zahl der Interessierten. Ich bin begeistert von der Jugend, die heute hier ist, sich die Zeit genommen hat, um diesen Vortrag anzuhören. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Opex Günther, geboren in Bruneck, von Beruf Beamter im Krankenhaus Bruneck, im Grunde genommen ein einfacher Mensch. Ich habe in meinem Leben aber drei große Leidenschaften. Die erste große Leidenschaft ist meine liebe Freundin und meine Familie. Von der werde ich euch heute nichts erzählen. Ich werde euch aber über meine zwei anderen großen Leidenschaften erzählen. Die nächste Leidenschaft sind die Berge. Und die dritte Leidenschaft, die ich habe, ist die Heimat und ist die Geschichte unserer Heimat. Diese zwei Leidenschaften, die mich im Grunde genommen von Kindheit auf schon verfolgen, haben mich geprägt. Und ich muss immer wieder dankbar sein, dass mein Vater mir diese Leidenschaften sozusagen schon in die Wiege gelegt hat. Mein Vater, der leider Gottes zu früh gestorben ist, mein Vater hat mir und meinen Brüdern etwas immer und überall vermittelt. Da, wo wir stehen, das ist Heimat. Und Heimat ist etwas Wertvolles. Heimat bekommt man im Leben nur einmal. Wenn man die Heimat einmal verliert, dann ist sie verloren für immer. Es gibt Heimat nicht zu kaufen, man kann Heimat nicht aus dem Warenkatalog bestellen und wer die Heimat einmal verliert, hat sie für immer verloren. Ich lade euch heute ein, mit mir einen Ausflug einmal in die Geschichte Tirols zu machen, einmal 100 Jahre zurückzugehen und die Geschichte in Bildern mitzuerleben. Stimmung, die drei Zinnen, ein weltbekannter Ort, weltbekannte Berge, an denen Tausende von Touristen jeden Sommer vorbeitrampeln und vielleicht über ein Stacheldraht stolpern, vielleicht die Reste eines Schützengrabens sehen, aber leider Gottes sich immer weniger darüber Gedanken machen, warum dort oben Stacheldraht liegt, warum dort oben die Reste von Schützengräben sind. Tausende von Touristen und auch wir trampeln oft an alten Friedhöfen vorbei, an letzten noch erhaltenen Gräbern aus jener Zeit. Und oft verlieren wir nicht einmal eine halbe Sekunde Gedanken an jene Männer, an jene Leute, die noch hier begraben liegen. Ohne Namen, ohne Würde. Wie gesagt, wir müssen zurückgehen, fast 100 Jahre, um das Gesamte zu verstehen. Vor 100 Jahren fast haben Leute wie wir heute, Alte und Junge, das schwere Schicksal vor sich gehabt. Sie haben ausziehen müssen, hinauf in die Berge, wo wir heute aus Spaß und Freude hingehen. Sie haben auf die Berge gehen müssen, um ihre Heimat mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Das ist ein ganz, ganz seltenes Foto aus jener Zeit. Zwei Standschützen des Standschützenbataillons Welschberg auf einer Farbaufnahme aus dem Ersten Weltkrieg. Eine ganz, ganz seltene Aufnahme. Farbfotos aus jeder Zeit sind sehr, sehr schwer zu finden. Schauen Sie sich diese Gesichter an. Es sind die Gesichter, wie wir sie auch hier unter uns finden können. Und genau über diese Leute will ich heute berichten, will ich heute erzählen. Gehen wir aber
zurück, 100 Jahre zurück. Bruneck um 1900, eine kleine, verschlafene Stadt im grünen Bustertal. Ich behaupte immer, und ich bleibe bei dieser Behauptung, das war Tirols glücklichste Zeit. In Tirol gab es damals einen kleinen wirtschaftlichen Aufschwung. Es gab keine oder nur wenige soziale Spannungen. Überall blühte die Landwirtschaft, die Wirtschaft, der Tourismus. Zum Beispiel das kleine Dorf St. in Taufers. Ein kleines, schmuckes Dorf mitten in den Bergen. Die Bevölkerung lebte zu jener Zeit fast zu 80% aus der Landwirtschaft. Harte Arbeit, harte Bedingungen, aber im Grunde genommen zufriedene Leute. Vielleicht, weil das Wenige, was sie hatten, sie glücklicher machte im Vergleich zu heute, wo wir vieles haben und wo wir so unglücklich sind. Die damalige Zeit war geprägt vom Aufschwung, vor allem im Tourismus. Ganz Europa entdeckte Tirol als die Welt der Bergsteiger, als die Welt, wo man hingehen konnte und eine herrliche Bergwelt entdecken konnte. Zu jener Zeit waren Bergführer, Bergträger die Berufe mit Zukunft, die Berufe mit Aufschwung. Es entstanden in ganz Tirol die ersten Schutzhütten. Hier zum Beispiel das Kronplatz-Schutzhaus am Kronplatz. Oder die Dreizinnenhütte am Fuße der Dreizinnen. Eine glückliche Zeit. Eine glückliche Zeit in den herrlichen Bergen. Aber diese Zeit wurde unterbrochen durch einen Krieg, durch den Ersten Weltkrieg. Und wenn wir, und ich hoffe, dass ich das durch meinen Vortrag erreiche, wenn wir wieder einmal in die Berge hinaufgehen und vielleicht eine so schöne gelbe Blume sehen, vielleicht verlieren wir trotzdem einen Gedanken und denken, dass diese Blume irgendwie auf Erde blüht, zwischen Steinen blüht, wo früher gekämpft, gerungen und gestorben wurde. Vielleicht erinnern wir uns dann, wenn wir diesen Vortrag gesehen haben, dass dieser Draht nicht nur Draht ist, dass dieser Stacheldraht nicht nur Müll ist, sondern ein Zeugnis der Geschichte. Vielleicht erinnern wir uns dann an die Leiden der Soldaten, der Tiroler Soldaten, der italienischen Soldaten, die hier in diesen Stellungen kämpften, litten, starben und nichts anderes mehr sehnten als den Frieden. Ich halte heute einen Vortrag über die Standschützen. Standschützen verteidigen in Tirol. Ich will aber etwas vorwegnehmen. Damals starb man auf beiden Seiten, auf der österreichischen Seite und auf der italienischen Seite. Damals starben italienische Soldaten und österreich-ungarische Soldaten. Ich werde mich heute auf keiner Seite stellen. Ich stehe immer zum armen, einfachen Menschen. Ein italienischer Soldat, zerschlagen von einer Granate, erschossen von einem österreichischen Geschoss. Er hat die gleiche Ehre wie jeder österreichische Soldat, der gefallen ist. Anklagen will ich ihn nicht, auch wenn er Angreifer war. Verteidigen will ich auch nicht unbedingt den österreichischen Soldaten. Anklagen will ich heute aber jene, die immer wieder, und wir brauchen uns nur in der Welt herumzuschauen, anklagen will ich jene, die immer wieder die einfachen Leute, die Arbeiter, uns in den Krieg schicken mit Parolen, mit Sätzen, um einfach nur ihre
Interessen zu vertreten. Ich will jene anklagen, die von oben befehlen, schießt auf euren Nachbarn. Und hoffentlich werdet ihr am Ende dieses Vortrages diese Anklage mit mir mittragen. Der Erste Weltkrieg begann mit Begeisterung. Hier ein Foto der Verkündigung der Kriegserklärung des Kriegsbeginns in Innsbruck. Mit Begeisterung wird der Kriegsausbruch von den Leuten herbeigesehen. Wie begann der Krieg? Er begann durch einen Terroranschlag. Serbische Nationalisten, serbische Terroristen haben das Thronfolgerpaar Nevo erschossen. Österreich-Ungarn erklärt Serbien den Krieg. Die Alliierten von Serbien erklären Österreich-Ungarn den Krieg und bald ist ganz Europa im Krieg. Ich gehe nicht ein auf die ganzen Sachen. Ich gehe nicht ein auf die Daten. Ich bringe nicht, der hat den angegriffen und der hat dann den anderen angegriffen. Ich will einfach nur zeigen, wie der Krieg war und wie der Mensch den Krieg aufgenommen hat. Und tragischerweise hat man in jenen Tagen den Krieg mit Begeisterung aufgenommen. Für uns heute fast unerklärlich. Hier Kriegsbegeisterung wieder in Bozen. Mit Begeisterung ist man in den Krieg gezogen. Mit Begeisterung haben sich Hunderte, Tausende von Tirolern freiwillig gemeldet und sind hinausgegangen, im guten Glauben ihr Vaterland zu verteidigen, für Kaiser und Gott zu sterben. Von Tirol hat man die besten Soldaten, die Elite des österreich-ungarischen Heeres nach Russland, nach Galizien und nach Serbien geschickt und dort, das muss man auch sagen, haben Offiziere, die leider Gottes von Kriegsführung wenig verstanden, die besten Tiroler Regimenter in das russische Feuer geschickt und die besten Tiroler Soldaten sind in den ersten Kriegswochen 1914 gefallen. Es war ein schrecklicher Krieg, es war ein moderner Krieg, ein Krieg, der mit anderen Mitteln gekämpft wurde, mit anderen Mitteln geführt wurde, Mittel, die immer brutaler und grausamer wurden. 1914, der Krieg hat begonnen. In Tirol war es still. In Tirol fehlten die vielen Männer, die im Osten kämpften. In Tirol hoffte man, dass diese Männer gesund wieder zurückkommen. Was geschah dann? In Italien gab es nationalistische Kreise, die schon immer Italien bis zum Brenner haben wollten, die darauf beharrten, Trient und Triest zu bekommen. Es wurde diskutiert, es wurde verhandelt, es wurde im Grunde genommen gekämpft und zuletzt siegten in Italien die Nationalisten, die Italien bis zum Brenner haben wollten. So könnte man es ganz einfach ausdrücken. Im Geheimvertrag von London arrangierte sich dann Italien mit England und Frankreich und man bekam angeboten, wenn Italien in den Krieg eintretet gegen Österreich-Ungarn, wird es als Belohnung Trient und Triest bekommen und einen Teil Tirols, also Südtirol bis zum Brenner. Was war aber in Tirol? In Tirol war es damals still. Und stellen Sie sich das vor. Alle Wehrfähigen oder fast alle Wehrfähigen vom 21. Lebensjahr bis zum 36. Lebensjahr waren bereits 1914 bei der Generalmobilmachung mobilisiert worden, zum Militär gekommen und als Kaiserjäger oder als Kaiserschütze nach Serbien oder nach Osten gebracht worden, um dort zu kämpfen. In Tirol selbst waren nur mehr wenige kleine Einheiten, die die Grenze im Süden verteidigten. Es waren einzelne Gendarmerie-Assistenzeinheiten, einzelne Finanzpolizeieinheiten, einzelne Reserveeinheiten, die die lange Grenze vom Stilser Joch über den Ortler hinunter zum Gardasee
den Fleinstal hinauf in die Dolomiten über den Karnischen Kamm bis hinunter Isonzo nach Triest. Das Verhältnis, das muss man auch sagen, war damals so, auf einen österreichischen Soldaten, der an der Tiroler Südgrenze stand, standen schon 1914, ein Jahr vor Kriegsausbruch, 15 italienische Soldaten. Und als Italien die Kriegsvorbereitungen in vollen Gang setzte, stand ein österreichischer Soldat gegen 25 italienische Soldaten. Und bei Kriegsausbruch im Mai 1915 standen dann zuletzt, man höre, auf einen österreichischen Soldaten 42 italienische Soldaten auf der Gegenseite. Was passierte dann in Tirol? In Tirol passierte dann etwas, was die Tiroler Geschichte schon immer wieder erlebt hat. Das letzte Aufgebot. Man mobilisierte die allerletzten Kräfte. Man berufte sich auf das Landgewell von 1511 und mobilisierte die Schützen, die Standschützen. 1913 hatte man per Gesetz alle Schießstände in Tirol matrikulieren lassen bzw. einrollieren lassen. Jeder Sportschütze sozusagen meldete sich freiwillig, ließ sich in eine Liste eintragen und in jedem Dorf entstanden Schießstände bzw. Schützenkompanien. Aus diesen Schützenkompanien rückten dann 1914 die Wehrfähigen vom 21. Lebensjahr aufwärts in den Krieg und hier blieben nur mehr die Alten, die Untauglichen und die Jüngeren und die ganz Jungen. Und diese Schützen bildeten dann die Standschützenkompanien, die dann das Herzstück der Tiroler Verteidigung wurden. Und das sind diese Standschützen. Hier zum Beispiel der Schießstand bzw. die Schützenkompanie von Campil im Gardertal. Es gab kein einziges Dorf in Tirol, wo es nicht einen Schießstand gab, wo es nicht eine Schützenkompanie oder eine Schützenkolonne gab. Jedes Dorf hatte einen Schießstand und hatte seine Schützenkolonne bzw. seine Schützenkompanie. Kurz vor Kriegsausbruch wurden diese Standschützeneinheiten dann innerhalb zwei Tage, kurz und schnell militärisch ausgebildet. Offiziere reisten von einem Dorf zum anderen, ließen diese Standschützenkompanien antreten, gaben ihnen die ersten militärische Ausbildung und gaben ihnen den Befehl, bei Alarmierung tretet ihr hier an und wartet auf den Befehl. Und der Befehl kam und die Standschützen kamen auch und zogen dann einen Tag vor Kriegsausbruch an die bedrohte Grenze. Hier Standschützen aus Buchenstein bei der Schießausbildung wenige Tage vor Kriegsausbruch. Ein Kaiserschützenoffizier überwacht die Ausbildung der jungen Standschützen. Hier die Vereidigung der Standschützen aus dem Gardertal in St. Martin im Turm. Die Standschützen haben noch keine Uniform, sie haben die Gewehre, werden auf Gott, Kaiser und Vaterland vereidigt. Ein Tag später erhalten sie die Uniform, zwei Tage später stehen sie bereits an der Grenze und verteidigen diese Grenze. Die Standschützen aus Bozen beim Ausmarsch zur Vereidigung. Auch sie haben noch ein altes, einschüssiges Würndegewehr, tragen zivil. Als Soldaten kennzeichnet sie nur die schwarz-gelbe Binde am linken Arm aus. Das sind die Standschützen aus Enneberg, vom Standschützenbataillon Enneberg, die erste Kompanie. Am Tag vorher wurden sie in St. Martin vereidigt, am Tag nachher haben sie die Uniform erhalten und das ist das letzte Foto, bevor sie ausrückten, um in den Dolomiten den Feind abzuwehren. Schauen Sie sich dieses Foto genau an. Sie sehen nur ganz alte,
Standschützen oder ganz junge Standschützen. Sehen Sie sich diese Gesichter an. Das sind noch Kinder. Und sehen Sie sich die ganz jungen Kinder und die Frauen an, die zum letzten Abschied an der Kirchmauer aufgestellt sind, um ein allerletztes Mal mit ihren Lieben auf ein Foto abgelichtet zu werden. Die Standschützen der Standschützenkompanie Sand, im Sand in Taufers, kurz vor dem Abmarsch. Die Standschützenkompanie Sand gehörte zum Standschützenbataillon Welschberg und wurde später, beziehungsweise bei Kriegsausbruch, in den harten Kämpfen am Monte Piano, auf der Plätzwiese, in Gemerk und dann im Raum 6. eingesetzt. Junge und Alte zogen aus, um ihre Heimat zu verteidigen. Und so kam es vor, dass Sohn und Vater in der gleichen Einheit dienten. Und so kam es aber auch vor, dass Enkel und Großvater in der gleichen Einheit dienten. Hier zwei Standschützen aus Buchenstein. Der Jüngere ist 15 Jahre alt und der Ältere, ich weiß es nicht, aber sicher über 60 Jahre. Das sind Schützen aus Cortina, kurz vor Kriegsausbruch. Sie standen in Tracht ein paar Tage Wache, bevor sie die Uniform erhielten. Wehrten die ersten italienischen Angriffe mit dem einschüssigen Wörndlgewehr ab. Und so zogen sie hinaus in die Berge, die wir heute von den Prospekten und von unserem Bergturm kennen. Man zog hinauf auf den Cristallo, man zog auf den Monte Piano, man zog hinauf auf den Collilana, der zum Symbol der Opferbereitschaft der Tiroler Standschützen wurde. Man zog hinauf auf die Marmolata, um die italienischen Angreifer abzuwehren. Kurz die Tiroler Front. Sie begann am Stilser Joch hinunter über das Ortlermassiv Adamello bis hinunter zum Gardasee über Trient hinauf Fleimstal hinein in die Dolomiten bis zum Karnischen Kamm. Zuerst wurde nicht viel gekämpft. Zuerst musste man die Truppen in die Berge hineinführen. Die ersten Kriegstage waren ausgezeichnet oder waren gekennzeichnet von langen Anmarschwegen, von steilen Anmarschwegen hinauf in die Berge. Die ersten Kriegstage waren nur gezeichnet von kleinen Gefechten, von Scharmützeln einzelner Patrouillen. Und bei diesen kleinen Gefechten zeichneten sich immer wieder die Standschützen aus, die neben den Grenzgendarmerieeinheiten und den wenigen Reserveeinheiten an der Grenze ihren Mann stellten. Die Standschützen waren berggewohnt, waren ortskundig und deshalb den italienischen Angreifern überlegen. Sie waren den italienischen Angreifern auch überlegen, weil sie wussten, warum sie kämpften. Die italienischen Infanteristen, die italienischen Artilleristen aus Sardinien und Sizilien wussten nicht, warum sie hier in die Berge gehen sollten, um andere Menschen niederzuschießen. Ihnen war nicht klar, was dieser Krieg sein sollte. Der kulturelle Unterschied, und das muss auch gesagt werden, zwischen italienischen Soldaten und österreich-ungarischen Soldaten war enorm. Auf 100 österreichische Soldaten konnten 99 Soldaten lesen und schreiben. Auf 100 italienische Soldaten konnten nur 35 Soldaten lesen und schreiben. Retter in der großen Not waren dann zuerst die Soldaten des deutschen Alpenkorps. Das deutsche Kaiserreich sah Österreich in Not, stellte schnell ein Alpenkorps zusammen aus Eliteeinheiten, zog sie aus der Westfront ab und führte sie an die Dolomitenfront. Bayerische Leiber, preußische Jäger, württembergische Skijäger. Sie gingen an die Front und dort wurden sie in den Brennpunkten eingesetzt.
Und diese bayerischen Leiber, diese bayerischen Leibjäger verstanden sich sofort mit den Standschützen. Diese bayerischen Soldaten wussten, diese Bauernsoldaten, wie sie oft abschätzig von österreichischen Offizieren genannt wurden, diese Bauernsoldaten waren nicht nur alt und nicht nur zu jung, nein, sie hatten auch Fähigkeiten, nein, sie hatten auch einen Wert. Sie waren ortskundig und sie waren vor allem von einer enormen Begeisterung beseelt, ihre Heimat zu verteidigen. Gescheite deutsche Offiziere begannen dann, die Front so aufzubauen, stellten in den Schützengraben immer sechs gut ausgebildete deutsche Soldaten, zwei weniger gut ausgebildete Standschützen hinein, wieder fünf gut ausgebildete deutsche Soldaten und wieder zwei weniger gut ausgebildete Standschützen. Und diese Zusammensetzung rettete in manchen Orten die Front vor den Einbrüchen. Die Front musste verteidigt werden, die Front musste ausgebaut werden. Und stellen Sie sich vor, jeder Nagel, jede Schaufel, jeder Schuss, jedes Brett musste auf die Berge hinaufgetragen werden. Es gab keine LKWs, es gab keine Straßen, es gab zuerst keine Seilbahnen. Es gab zuerst nur Menschen, nur Soldaten, die alles hinaufschleppen mussten, vom Tal hinauf auf den Gipfel. In langen Kolonnen wurde alles hinaufgetragen, um oben die Verteidigung einzurichten, auf beiden Seiten. Die Geschütze musste man hinaufziehen. Hier zum Beispiel ein Geschützzug hinauf auf den Helm bei Sexten. Oder hier das schwierigere Geschütztransport auf die Sechstner Rotwand. Standschützen und deutsche Alpenjäger bewältigen diese große Arbeit, diese harte Arbeit. Erst später baute man dann überall, wo es möglich war, einfache Seilbahnen, Handaufzüge und größere Seilbahnen, um den Transport leichter zu machen. Aber zuerst war die Situation erbärmlich. Stellen Sie sich vor, der Krieg begann Ende Mai, im Juni, Juli wurde bereits auf den Bergen hart gekämpft und die ersten Unterkünfte waren einfache Hütten auf 2500, ja oft auf 3000 Meter Meereshöhe. Im Grunde genommen nichts anderes als Hundehütten. Hier übernachtete man, hier lebte man, hier kochte man und hier kämpfte man. Erst später entstanden dann überall an der Front, ja, geradezu kleine Dörfer mit bescheidenen Hütten, mit bescheidenen Häusern. Der Erste Weltkrieg war auch ein Krieg, in dem zum ersten Mal gewisse Waffen eingesetzt wurden. Vor allem große Geschütze, vor allem die Artillerie. Hier ein 42 cm Geschütz, das im Waldgebiet zwischen Innichen und Sechsten positioniert war, und die italienischen Stellungen im Cadore oder hinter dem Kreuzpass beschoss. Hier ein Geschoss dieser Riesenkanone. Oder hier ein 35 cm, stellen Sie sich das vor, 35 cm, ein 35 cm Skoda-Geschütz am Valparola-Pass im Hintergrund der Sassone. Dieses Geschütz bombardierte die italienischen Anmarschwege im Raum Cortina. Und das waren dann die Folgen dieser modernen neuen Waffen. Das ausgebrannte Sexten. Oder hier noch ein dramatischeres Foto, Sexten brennt nach einem italienischen Artillerieangriff. Und hier noch ein ganz dramatisches Foto, es ist leider nicht sehr scharf und alt und abgenützt, aber schauen Sie sich an, das hier ist Doblach, das ist die heutige Hauptstraße, die nach Osttirol führt, das sind die Hotels, die heute noch stehen und wenn Sie hier schauen, das ist die Eisenbahnstrecke, hier ein Zug und hier eine italienische Granate
die explodiert. Am Cristallo stand der italienische Artilleriebeobachter, der den Zug meldete, und die italienischen Geschütze in Missorina schossen sofort auf jeden Zug, der durch das Pustertal fuhr. Der Erste Weltkrieg war vor allem aber auch ein Krieg im Schützengraben. Man grub sich ein, um vor den Feinden in Schutz zu sein. Es gibt vom Ersten Weltkrieg im Grunde genommen viel Fotos. Es gibt vom Ersten Weltkrieg aber nur sehr wenige Schnappschüsse. Warum? Eine ganz einfache Erklärung. Damals benötigte man, um ein Foto zu machen, ungefähr 3 Minuten Zeit. Man musste das Treibbein aufstellen, man musste den Fotoapparat aufstellen, man musste das schwarze Tuch über die Fotokamera überstülpen und dann erst das Foto machen. Schnappschüsse sind dann sozusagen fast unmöglich zu machen. Ich selbst besitze eine Sammlung von 18.000 Fotos über den Ersten Weltkrieg. Und die Schnappschüsse sind sehr wenige. Und eigentlich nur durch Zufall habe ich dieses Foto gefunden. Und dieses Foto ist eines der dramatischen Bilder, die ich besitze. Zuerst scheint es ein gestelltes Foto. Zuerst. Aber es ist nicht ein gestelltes Foto. Es ist ein Schnappschuss. Schauen Sie sich das Foto genau an. Hier der Schützengraben. Hier die Soldaten, die auf einen Angriff warten. Man könnte denken, ja, das Foto ist gestellt. Das Foto ist aber nicht gestellt. Denn hier oben spielt sich die Dramatik ab. Sehr wahrscheinlich haben diese Soldaten kurz vorher einen Angriff abgewehrt. Hier liegen die toten Kameraden, die während des Angriffes hier im Schützengraben gefallen sind. Und hier oben leistet ein Soldat einem verwundeten Soldat erste Hilfe. Aber es ist noch nicht vorbei. Diese Soldaten hier haben einen Angriff abgewehrt und erwarten den nächsten. Die Spannung ist greifbar auf diesem Bild. Dieses Bild ist nicht gestellt, dieses Bild ist ein Schnappschuss. Ein Schnappschuss, der uns die Dramatik des Kampfes zeigt. Der Erste Weltkrieg war auch der Krieg, in dem das erste Mal Maschinengewehre massiv eingesetzt wurden. Maschinengewehre waren richtige Tötungsmaschinen. Stellen Sie sich vor, in einer Minute 72 Schuss, das österreichische Schwarzlos-NG. Stellen Sie sich das vor. Vielleicht stellen Sie sich das besser vor, wenn Sie sich diese Gesichter anschauen. Das sind österreichische Sturmsoldaten. Sie wurden ausgebildet, um vom Schützengraben aus gegen die feindlichen Schützengräben zu stürmen. Wie ging das vor? Schauen Sie sich diese Gesichter an. Es sind Gesichter, wie wir sie heute auch hier haben. Ganz einfache Leute, Bauern, Handwerker, Leute wie wir. Diese Leute standen im Schützengraben und da kommt der Befehl, fertig machen zum Angriff. Durch die Reihen wird man sich vorbereiten auf den Angriff. Man wird vielleicht ein letztes Gebet beten. Und dann kommt der weitere Befehl, zum Angriff fertig. Die Spannung steigt, Seitengewehr pflanzt auf, zum Sturm bereit, Sturm auf, Marsch, Marsch. Und alles stürmt hinaus vom Schützengraben. Wer zurückbleibt, wird bestraft. Man stürmt vorwärts. Vorwärts in das feindliche NG-Feuer. Hinein. Schon beim Hinaussteigen sterben meistens schon 50% der anstürmenden Soldaten. Der Rest stürmt weiter. Erreicht dann im Maschinengewehrfeuer, im feindlichen Gewehrfeuer, im feindlichen Artilleriefeuer die ersten Hindernisse, den ersten Stacheldrahtverhau. Nur wenige durchbrechen diesen und ganz wenige erobern oder erreichen den feindlichen Schützengraben. Und was passiert dann? Sofort, wenn man in den Schützengraben erreicht hat, muss man sich wieder bereit machen, um den feindlichen Gegenstoß abzuwehren.
Und was passiert dann? Der feindliche Gegenstoß kommt meistens, kommt gewaltig und man wird wieder zurück im eigenen Schützengraben geworfen. Und der Kampf geht tagelang, wochenlang, monateweise hin und her. 10, 100, tausende Tote vielleicht auf einen Quadratkilometer. Tausende Tote vielleicht auf wenige hundert Meter. Das ist Krieg und das ist der Krieg in den Bergen. Das sind die Folgen, die Toten. 10, 100, tausende. Ernst Jünger, ein großer deutscher Schriftsteller, der den Ersten Weltkrieg selbst als Soldat miterlebt hat, hat einmal ganz treffend geschrieben, der Krieg war im Grunde genommen nur wenig kämpfen. Meistens war der Krieg hungern, frieren und warten. Und das stimmt auch. Denn meistens standen die Soldaten im Schützengraben, hungerten, frierten und warteten auf den nächsten Angriff und warteten auf den Tod. Wie war das Leben im Schützengraben? Stellen Sie sich vor, das ist eine wiederhergestellte MG-Position am Lager 2. Ich rufe alle auf, sich das herrliche Freilichtmuseum am Lager 2 einmal anzuschauen. Es mag vielleicht heute fast wie ein Vergnügungspark ausschauen. Tausende von Touristen trampeln in die wiederhergestellten Stellungen herum. Aber gehen Sie hin und denken Sie nach. Stellen Sie sich vor, wie die Soldaten hier in diesen Löchern hungerten, frierten und warteten. Eine andere Sache im Schützengraben. Schauen Sie sich dieses Bild an. Das ist die Waschgelegenheit für den ersten Zug. 2 Zuber Wasser. Ein Zug bestand in der österreich-ungarischen Armee aus 52 Leuten. 52 Leute waschen sich hier mit diesem Wasser. Heutzutage wäre dieses Wasser für einen Menschen nicht genug. Damals im Schützengraben, wo es wirklich dreckig herging, musste es für 52 Leute ausreichen. So hauste man im Schützengraben. Eine Decke, ein bisschen Stroh, wenn man Glück hatte, meistens nur Holzwolle und oft nur Erde und Stein als Unterlage. Eine Schlafstelle der Standschützen des Bataillons Welschberg am Montepiano. Oder hier, ein bisschen gemütlicher, in einer Hütte am Fuße des Montepiano an der Nasswand. Es schaut gemütlich aus, aber machen Sie einen Versuch. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, wie es in diesem Raum gestunken hat. Ich zeige jetzt vielleicht ein paar Bilder, die irgendwie gemütlich ausschauen. Standschützen der Kompanie Sand im Lager Nasswand bei Toblach. Das Leben hinter der Front. Es mag gemütlich sein, aber schauen Sie sich die Gesichter an. Sie sind alle ernst und das Lächeln ist klein und unterdrückt. Hier die Schusterei und die Näherei der Standschützenkompanie Sand im Lager Nasswand. Wenn man hinaufsteigt auf die Berge, wird man immer wieder auf die Reste der Positionen, der Stellungen und der Barackenlager kommen. Hier das Lager am Fuße, am Burgstall in der Sechsner Rotwand, die Reste. Im Sommer 1916 sah dieselbe Stelle so aus. Ja, im Grunde genommen bei schönem Wetter im August wäre es hier vielleicht nicht einmal schlecht, ein paar Urlaubstage zu verbringen. Stimme ich zu, wird mir jeder zustimmen, der ein bisschen noch nach Abenteuer fiebert. Aber die gleiche Stelle im Jänner 1916 lässt alle Lust vergehen. Der Winter 16-17 gehörte zu den härtesten Wintern, die Tirol jemals erlebt hat. In Bruneck am Graben hat man am 4. Jänner
3,20 m Schnee gemessen. Stellen Sie sich vor, am selben Tag auf der Sectional Hotwand auf 2800 Meter Meereshöhe. Für die Soldaten hieß es damals vor allem Schnee schöpfen, Schnee schöpfen, Schnee schöpfen. Und nicht mehr der Italiener auf der Gegenseite war der Feind war der Schnee, der Feind waren die Lawinen. Und wenn Sie einmal hinaufkommen auf diese Stelle, erinnern Sie sich an diese Bilder, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Weihnachten an der Front, ein Christbaum, Freude. Aber schauen Sie sich diese Gesichter an. Sie sind traurig. Die Gedanken sind sicher nicht da beim Christbaum. Die Gedanken sind weit weg bei Ihren Lieben zu Hause. Es gibt Hunderte, Tausende von Fotos, die die Standschützen, die Kaiserjäger, die Landesschützen, die Kaiserschützen vor allem bei Messfeiern zeigen. Ich verstehe es. Man versuchte eben im Glauben den letzten Trost und den letzten Halt zu finden. Und stellen Sie sich vor, die österreichisch-ungarischen Soldaten hatten im Durchschnitt in einem Jahr 3 Tage Urlaub. Viele hatten nicht einmal diese 3 Tage. Und die einzige Verbindung zur Heimat war die Feldpost. Hier zum Beispiel schreibt der Standschütze Josef Ballhuber seiner Frau Anna Ballhuber nach Antholz. Josef Ballhuber, der Standschütze Josef Ballhuber, war stationiert am Monte Piano, beziehungsweise am Fuß von Monte Piano. Und es ist interessant, welchen Weg diese Feldpost hinter sich hat, bevor sie die Frau in die Hände bekommt. Josef Ballhuber schreibt den Brief, gibt den Brief seinem Oberfeldwebel ab oder seinen Stabsfeldwebel beziehungsweise den zuständigen Postoffizier, wie es im österreich-ungarischen Heer lautete. Dieser Postoffizier zensuriert den Brief zum ersten Mal. Der Brief kommt nach Doblach in die Postsammelstelle, von Doblach nach Bozen in die Hauptzensurstelle und dort sind eigene Offiziere, die eigens ausgebildet sind, die dann mit einem dicken Tintenstift alles löschen, was nicht genehm ist. Josef Ballhuber schreibt rein, dass er Hunger hat. Das wird gestrichen. Das dürfen Sie zu Hause nicht wissen. Unten bleibt nur dann stehen, liebe Frau, mir geht's gut. Viele Grüße von der Front. Dann erst kommt der Brief wieder nach Bruneck und von Bruneck nach Antholz. Ungefähr nach 30 Tagen. Der direkte Weg wäre vielleicht in einem Tag zu bewältigen gewesen. Und wie gesagt, nicht nur der Feind, nicht nur der Italiener war der Feind, es gab auch andere Feinde. Das Wetter, Blitz, Steinschlag, aber vor allem Lawinen. Hier ganz dramatische Fotos vom großen Lawinenunfall am Monte Piano. In einer Nacht, im Jänner 1917, löste sich eine Lawine und riss 420 österreichische Soldaten in den Tod. Standschützen vom Bataillon Welschberg arbeiteten insgesamt 14 Tage, bis man fast alle Toten aus dem Schnee bergen konnte. Die letzten aperten erst dann viele Monate später aus. Ein Foto von Standschützen an der Dolomitenfront. Es sind Kinder. Fotos von freiwilligen steirischen Schützen, die auch herbeieilten, um die Tiroler Front zu verteidigen. Schauen Sie sich an, die Gewehre sind fast größer als die Soldaten. Der Standschütze Martin Kreppertz aus Buchenstein, eingerückt mit 13 Jahren, wurde so nach ein paar Wochen
erkannt als zu jung, wurde aber nicht nach Hause geschickt. Er wurde eingesetzt als Postbote hinter der Front, wurde dann von einem Granatsplitter am Auge verletzt und 1916 im Frühjahr als 14-Jähriger starb er dann am Valparola Pass im italienischen Artilleriefeuer.